Und wir sind auch noch
Hamburg. Und der Kulturfinanzen, Julian Stadler. Ja, das erste Stück heißt Strike Up the Band, wenn ich euch erkannt. Der Arrangeur ist Sammy Nessico, ist ein Arrangeur, der sehr viel für Count Basie geschrieben hat und vor allen Dingen sehr viele Stücke, die es dann doch ins Repertoire von Schul-Big-Bands und Amateur-Big-Bands gefunden haben. Also alle Stücke, die noch einigermaßen spielbar sind und einen nicht total überfordern. Sammy Nessico also. Das nächste Stück ist aus dem Repertoire von Oliver Nelson. Das ist so 50er, 60er Jahre Big-Band-Musik gewesen und es heißt Miss Fine.
Nelson. Das nächste Stück ist von dem, man könnte sagen, von dem wichtigsten deutschen Big Band-Leiter und Arrangeur-Komponisten der letzten 30, 40 Jahre, von Peter Herbertheimer. Aus seiner Sicht aus dem Repertoire und der Band, muss man vielleicht sagen. Das Stück ist sehr alt, das ist, aus Duke Ellingtons Zeit, heißt Moon Indigo und dieses Arrangement stammt von Rob Korn. Oh, ich habe vergessen, den Solisten von der Band zu sagen. Wir haben übrigens eben an der Trompete gehört, Thomas Graf. Sehr komfortable Situation, das ist nicht immer so gewesen bisher, das wird auch nächstes Jahr, nächstes Semester
Jetzt hatten wir das bisher, das Vergnügen. Das war also Mutinigo Inn. Es geht weiter mit einem jüngeren Originalstück von einem amerikanischen Komponisten, das heißt quasi Mode. Thank you.
Wir spielen aber nicht nur Stücke von irgendwelchen amerikanischen Komponisten. Oh, ich habe schon wieder einen Verlissen, da gesagt. Wir haben heute einen Altsaxophon, Sebastian Weber. Ich war also bei den nicht amerikanischen Komponisten viel besser. Wir haben Komponisten in der eigenen Band. Wir haben also einen Trompeter, der schon öfters für uns geschrieben hat, auch wir haben auch schon öfters hier Stücke von ihm gespielt. Diese Komposition ist sehr neu, wir spielen sie quasi zum ersten Mal. Ist das eine Welturaufführung? Nee, nicht ganz, ne? Also fast. Fast Welturaufführung. Der Komponist ist also anwesend, steht da hinten und heißt Thomas Graf. Ja? Wir haben eben schon als Trompeten Solisten gehört, der kann halt alles, und die merken, der kann nicht nur spielen, der kann auch komponieren. Das heißt, das merken Sie jetzt gleich, wir wissen das schon. Das Stück heißt DJ's Dream von Thomas Graf. Thank you.
Dann gab es noch am Kontrabass Martin Kessal. Thomas Kreuz im Schlagzeug. Das folgende Stück soll die Gemüter wieder ein bisschen beruhigen. Man könnte sagen, so eine Art Slow-Blues-Ballade irgendwie von der Count Basie-Band. Eine der ersten Platten von der Band, die ich gehört habe. Gar nicht mal eine typische Count Basie-Band-Platte. Nämlich keine alte Platte, die war eher so aus den 70er Jahren. Hat mich aber stark beeinflusst und ich habe immer gewünscht, dass man irgendwann mal diese Stücke spielen könnte. Und die kamen vor ein paar Jahren auf den Markt, das heißt, man konnte sie sich kaufen, das habe ich gemacht. Und deshalb spielen wir jetzt also ab und zu Stücke von dieser Platte. Später kommt noch mal eins. Das ist das erste, das heißt Flirt. Und die Solisten werden wieder sein Thomas Graf und Fabian Lein am Thema dazu vor. Flirt. Thank you.
Flirt von Bill Holman mit Thomas Graf und Fabian Lein, mein Solist. Matthias Kampermann. Das nächste Stück stammt aus dem Repertoire von einem sehr speziellen Jazzmusiker. Der war sehr verrufen, könnte man sagen, der Jazzheld. Ich glaube, entweder man liebte ihn oder man hasste ihn. Und die ihn hassten, die hat er verprügelt. Er war nämlich leidenschaftlicher Boxer, da gibt es so einige Geschichten. Und direkte Parallelen zu unserem Mutter. Unser Bassist, was tut der erstmal? Erst Bassspielen oder erst Boxen? Das Erste. Was zuerst da? Bassspielen. Also ich glaube, er hat wegen diesem Bassisten Bass gelernt und dann hat er wahrscheinlich gehört, der kann auch Boxen und das dann auch nicht. So ähnlich war das, glaube ich. Der Mann, um den es geht, heißt Charles Mingus. Er hat sehr viele Stücke komponiert, sehr viele Platten gemacht und sehr viele Feine verprügelt und der Bassist von uns heißt Björn Jaus, der verprügelt niemanden mit der Boxen zum Spaß. Ja, genau. Und das Stück heißt also Nostalgia in Times Square und ist ein bisschen eins von Björns Lieblingsstücken. Thank you.
wieder mal Komponisten, Pianisten, der in Los Angeles sehr viel und sehr lange gewirkt hat und sehr viele Platten gemacht hat in seiner Big Band. Wir reden von Bob Florence und das Stück, das ist schon fast ein Hit bei uns, heißt Willow Crest.